Willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Im letzten Part haben wir einiges erledigt. Wir waren am Strand und haben ein bisschen Party gemacht. Nein, eigentlich nicht. Wir haben ein bisschen was untersucht. Wir haben auch nochmal mit dem Mexikaner gesprochen. Ich glaube, das war auch im letzten Part, ne? Und haben ein paar Schlussfolgerungen angestellt. Momentan sieht es so aus, dass die Mexikaner die Chilene umgebracht haben. Ja, so ist das. Ein geplanter Mord. Es kann aber auch sein, dass die Chilene den Prototypen gestohlen haben und den Zug dann verschüttet haben. Ich bin mir noch nicht so ganz einig. Ich meine, im Grunde bin ich schon, ich sag mal, dafür, dass die Chilenen den Prototyp gestohlen haben. Problem ist, dass mindestens zwei Sachen momentan darauf hindeuten, dass die Mexikaner die Chilenen auf dem Gewissen haben. Nämlich einmal, dass sie tatsächlich wütend sind. Und, dass die Schienen hier vorne hingebracht wurden. Also zum Strand, meine ich. Und dass hier die Mexikaner waren. Beziehungsweise, also dass die Mexikaner die Schienen hier irgendwie über das Wasser gebracht haben. Obwohl ich mir gerade nicht ganz sicher bin, was das, wie das eigentlich zusammenpasst. Aber wir wollten eh nochmal nach Doncaster und uns da ein bisschen umschauen. Jedenfalls wurden die Schienen halt, waren die mal im Besitz der Mexikaner. Lass mir so formulieren, wie es so. Und wenn die Schienen mal im Besitz der Mexikaner waren, dann, ja, ist das ja irgendwie schon ein Beweis dafür, dass es, dass die Chilenen die Schienen nicht genutzt haben, Schienen. So, das ist so die Idee halt. Und deshalb bin ich fast geneigt zu sagen, dass doch die Mexikaner die Bösen sind, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit unseren Ermittlungen. Und noch ist, ich sag mal, beides irgendwo offen, so ein bisschen. Ich überlege auch gerade nochmal mit ein paar Leuten zu sprechen, beispielsweise mit dem Vorsteher, der da vorne noch steht. Nee, er sitzt. Schade. Oder mit dem Mexikaner nochmal, obwohl ich nicht genau weiß, wo der eigentlich sich momentan auffällt, ob der hier noch irgendwo rumläuft. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Okay. Ich schau mal, ob der Mexikaner hier noch rumläuft und dann werde ich ihn nochmal kurz irgendwas ansprechen, ist aber nicht so okay. Dann gucke ich mir hier vorne nochmal ein bisschen die Umgebung an, ob wir hier noch irgendwas finden. Denn wir müssen, glaube ich, nochmal, also laut Aufgabe, müssen wir noch irgendwas untersuchen. Sie das Nebengleis, ach, Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham. Chesterfield und Evesham, Nebengleis. Ja, obwohl hier hinten auch irgendwas von Evesham aus war, aber dieser kleine Pin ist gerade hier, deshalb möchte ich, obwohl wir dann das Gleis angucken und nicht das Wasser. Also gucke ich mal hier ein bisschen an dem Gleis entlang. Okay, das ist anscheinend nicht, was wir machen sollen. Dann vielleicht in die andere Richtung. Watson, danke. Ansonsten gehe ich doch kurz nach Evesham und gucke da nochmal nach, denn da hat uns Holmes ganz am Anfang, als wir diese Karten verglichen hatten, da hat uns darauf hingewiesen, dass da noch irgendwas war. Ach, hier vorne, das Gleis, das sollten wir uns vielleicht mal angucken. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. Ja, ob das funktioniert. The switch is rusted. But it still works. Okay. Ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. Müsste hier dann nicht auch vielleicht irgend so ein Schild sein oder sowas? Oder sollen wir vielleicht, ach so. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Stimmt, die Frage ist ja, mussten hier Schienen ersetzt werden, wenn die noch alle da sind. Momentan sieht es so aus, als würden hier welche fehlen. The railway ends here. That is strange. Das kann natürlich auch sein, dass die Mexikaner das hier geflutet haben, damit niemandem auffällt, dass die Schienen hier fehlen. Denn wenn sonst irgendwann mal ein Zug hier entlangfahren würde, dann würde er merken, oh, da fehlen die Schienen. Aber wenn er vorher schon weiß, dass da kein Durchkommen mehr ist, weil da alles überflutet ist, dann würde er nicht langfahren und dementsprechend nicht merken, dass die Schienen fehlen.
Bei Doncaster führt ein altes Nebengleis zu einem Steinbruch. Allerdings fehlt ein Stück des Gleises und der Steinbruch ist überflutet. Gleis zum Steinbruch. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Gleis zu den Minen. Jemand hat... Ja, das kann natürlich, aber... Moment. Was ist denn dann... Zu welcher Schlussfolgerung geraten wir denn so? Also ich überlege auch gerade, dann stimmt, dann müsste er ja in... Aber das stimmt ja nicht. Die Mine ist eingeschlagen. Hat mir das nicht vorher schon gedacht, dass es Sabotage war? Ich überlege gerade, also wieso hatte ich den Zug versteckt? Die Mine ist eingeschlagen. Achso, das war das, wo ich einmal nicht ganz sicher war, ne? Aber das hier ist ja auch besser, also das ist ja auch allgemeiner, ne? Aber ich glaube, das habe ich dann damals auch schon gesagt. Aber der Zug ist ja normal. Also das hier ist ja auch, also der kam gar nicht in Chesterfield an. Das und dementsprechend ist es auch das hier. Und dann... okay, aber Zug versteckt. In der Mine. Also so oder so wurde er da versteckt, auch wenn es dann... Ach so, deswegen. Hier wird dann quasi nicht gesagt, dass der Zug drinnen war, sondern dann ist er quasi draußen. Und wie spielen jetzt die Bargen damit rein? Da fehlt ja noch irgendwas, ne? Haben wir denn noch Hinweise eigentlich? Ja, haben wir. Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis dorthin führt ein Stück fehlt. Ja. Aber wenn er da nie ankam, dann kann er ja nicht gesunken sein, ne? Aber die Mexikaner, ja, das kann natürlich auch sein, dass die Mexikaner das echt deswegen gesprengt haben. Aber was haben die denn dann vorne dahin transportiert? Die haben doch die Schienen da ganz hinten drin transportiert, oder nicht? Hä? Achso, ja klar, das müsste natürlich auch dementsprechend... Es müssen ja irgendwie diese... Gucken, wie das dann aussieht. Achso, dann sind es trotzdem die Mexikaner. Oh nein, ey. Es würde mit den Bargen mehr Sinn ergeben, das stimmt schon, aber... Wieso haben sie dann den Bahnhofsvorsteher abgefüllt? Und dieses Telegramm... Das kann doch nicht sein, oder? Soll das Zufall gewesen sein? Aber warum haben sonst die Mexikaner... Was haben die dann Schweres transportiert? Was haben die überhaupt Schweres transportiert? Ne? Denn, ich muss noch mal gerade auf die Karte gucken.
Der Zug kam hier so reingefahren. In Chesterfield? Und was war nochmal mit dem dreckigen Werkzeug? Was hatte das nochmal mit dem Fall zu tun? Und dass Duff kein Geld hat und so? Was sind das alles für Sachen, für Informationen? Der Zug kam in Chesterfield. Oh Mann, jetzt schmeiß ich alles über den Haufen, was ich davor so mühselig überlegt hatte. Das kann doch nicht sein. Aber diese Mexikaner, Mann. Schaut mal, die Mexikaner, die fahren... Fakt ist, der Wagen, das hat Holmes als Fakt dargestellt, der Wagen, der in Evesham geklaut wurde, der hat Schienen hier vorne hingebracht. Das ist ein Fakt. Das heißt, um diese... Aber... Wann? Erstmal haben die von hier die Schienen da vorne hingebracht. Hier hingebracht. Das Ding erweitert. Dann ist der Zug reingefahren. Wurde geflutet. Und dann wurden die Schienen wieder weggenommen. Und hinten auch über Bord geschmissen. Ergibt das Sinn? Wieso hätten sie die Schienen eigentlich nicht einfach liegen lassen? Damit wir nicht drauf kommen? Damit wir denken, okay, hier sind keine Schienen, das geht nicht? Oder warum? Aber nehmen wir mal... Vielleicht haben die das ja echt so... Wenn die das so gedacht haben, dann hätten die... Also die Schienen da hingebracht, da wäre der Zug reingefahren, hätten die Schienen wir mitgenommen, das reingeschmissen, gesprengt... Und alles wäre überflutet gewesen. Aber hätten die dann nicht die Schienen auch irgendwie bei dem Zug lassen können? Da in die Nähe bringen können, oder? Warum fehlt überhaupt ein Stück Schiene? Da hinten war das... Oder war das da hinten einfach das Ende? War das hier das Ende? Wie weit haben die denn da reingebracht? In den... Oh Mann, ey. Was haben die hier hinten mit den Schienen gemacht? Und aber die haben die Schienen da hingebracht. Das ist ja ein Fakt, ne? Die Mexikaner haben die Schienen da hinten hingebracht. Und dann haben die Schienen auch über das Wasser gebracht. Und dann haben sie hier irgendwas zum Einsturz gebracht. Aber da haben die Schienen ja nicht viel gebraucht. Die haben den Zug nicht von dieser Seite drüber gefahren. Der Zug ist ja, wenn überhaupt, von dieser Seite reingefahren. Deshalb, das wundert mich gerade so ein bisschen. Aber hier hinten, da war die Karre zu klein. Das heißt, da wurden die Schienen nicht hingebracht. Und das ist auch ein ganz, ganz... starker Hinweis dafür, dass eben nicht der Zug in den Minen ist. In den Minen. Eben weil die Schienen da nicht stark, also die wurden da nicht hingebracht. Und das ist ja eigentlich der Beweis, ne? Aber hatten wir hier gerade... Oder konnten die von hier hinten... Ach, so haben die das so rumgemacht, oder was? Sind die mit den Schienen... übers Wasser gefahren und dann durch den Steinbruch und haben von dieser Seite aus die Schienen dran gebaut, haben den Zug rübergebracht und sind dann wieder zurückgefahren mit den Schienen und haben das dann zum Einschuss gebracht. Also sind die deshalb mit den Schienen hier lang gefahren, weil sie von der anderen Seite keine Spuren hinterlassen wollten? Ich meine, wenn sie schon so schlau sind, die Schienen hinterher wieder wegzunehmen, dann ist das ja auch nicht zu weit hergeholt, dass sie extra von der anderen Seite rangefahren sind, um keine Spuren zu hinterlassen, ne? Und wenn der Mexikaner keinen Groll hegen würde, dann wäre... Der hat ja schon so viele Sachen, der hat ja mit vielen Sachen gelogen, ne? Und wenn er bei einer Sache lügt, dann ja meistens aus gutem Grunde, ne? Also mir gefällt vor allen Dingen jetzt auch die Idee, weil die Schienen da vorne, weil das ja nicht passte. Problem ist halt mit diesem Chesterfield-Typen, dass der irgendwie abgefüllt wurde und trotzdem ist das irgendwie alles richtig, so was er gesagt hat. Der ist zwar voll der Penner und macht seinen Job nicht richtig,
Aber er hat nicht gelogen. Und das hat trotzdem. Der Zug ist trotzdem durchgefahren. Das kann sein. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache das sogar echt jetzt so. Ich glaube, so wie das jetzt gerade ist, ich glaube, so lassen wir das jetzt. Robinson ist ein Opfer. Was ist hier eigentlich noch mit? Das ist völlig egal jetzt, ne? Aber es ist ja auch echt egal. Er ist echt ein Opfer. Nein, also, wütende Mexikaner, mexikanische Falle. Wurde versenkt. Passiert Sabotage. Verschwand früher. Kam nie in Doncaster an. Aber der hat jetzt gelogen, oder was? Aber da kann auch sein, dass der die Wahrheit gesagt hat und die andere nicht. Ne? Oder? Mann, das ist so kompliziert, ey. Ich mach das jetzt so. Es war sorgfältig geplant, Mann. Die Mexikaner töten die Chilenen und versenken den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Das Verbrechen der Mexikaner in Chilen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Ja. Ja, ich vertraue Mycroft ja durchaus mehr als Lestrade, ne? Also von der Seite aus würde ich das durchaus Mycroft überlassen. Und vermutlich sollten wir das echt machen. Ich meine, damals bei Moriarty hat er ja auch alle gekriegt. Abgesehen von Moriarty und Moraine jetzt, ne? Aber da ging ja auch, der kriegt das hin. Das machen wir so. Ja, oh Mann. Ich will nicht, dass das falsch ist, ey. Ist ja voll peinlich. Okay, das jetzt nicht unbedingt, aber ist ja voll schade. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Ist mir auch gerade so eingefallen, dass weil wir zwei Vorsteher hatten, die beide gesagt hatten, the case is solved and we should be heading home. May we have two tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case. In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really?
Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Dass der eine gelogen hat und der andere nicht. Und ja, der hat eben gelogen, tatsächlich gelogen, weil er bestochen wurde. Obwohl es eigentlich auch nur eine Theorie war, aber naja. Lass mich einfach so stehen. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Hm? Was? Alter. Schwede. Was sollte das? Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Alter, was war das für eine Sache gerade? Ich hatte die Hände nur schon wieder an der Maus und an der Tastatur, weil ich dachte, es ist gleich vorbei und es wäre dieser Screen und ich könnte hier so ein bisschen Larifari machen. Und plötzlich so zwei Kreise, ich denke so, was? Was muss ich machen? Einen davon anklicken, okay, den größeren. Hätte ich ihn auch, ich wollte schon fast zum Kopf hingehen und dachte so, Moment, das ist ja der Kopf, ich will zur Hand gerade noch hingegangen, dachte ich, wäre schon weg, klick nochmal, ey, boah, ey. Ich habe nicht mehr gesehen, was oben rechts stand, da stand noch irgendwas, ich glaube, von irgendeiner Linksklick zum Schießen oder sowas vermutlich. Alter Schwede, was zum Teufel war das, ey. Da würde ich jetzt gerne wissen, ob ich noch eine zweite Chance gehabt hätte, wenn ich das nicht geschafft hätte. Das Rätsel auf den Gleisen. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Der Dammbruch spielte ihnen dabei in die Karten. Dem ihn doch selbst hervorgerufen, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Ach, haben die den Dammbruch gar nicht selbst hervorgerufen? Das kann natürlich sein. Aber dann hätten die das ja vorher wissen müssen. Die haben ja erst den Zug reingebracht und dann... Oder nicht? Ach so, jetzt kapiere ich das erst. Ach so... Jetzt kapiere ich das erst. Ich dachte erst, der... Stimmt, das wäre ja dann... Hätte der über, das hätte dann ja über Nacht... Stimmt, das wäre ja richtig dumm von mir, ey. Das ist ja richtig peinlich gerade, ey. Ich dachte die ganze Zeit, die hätten den... gesprengt und das hätte dann ja über Nacht überflutet werden müssen. Deshalb gab das für mich auch die ganze Zeit keinen Sinn so richtig. Aber trotzdem verstehe ich da nicht so ganz genau, wie die den Zug... Ach so, dann haben die den auf der anderen Seite... Haben die Schienen dann wieder wegtransportiert oder was? Hm. Sie benutzten eine ihrer eigenen Bargen, um den Zug auf das Wasser zu schaffen und versenkten ihn dann im überfluteten Steinbruch. Einen Teil der Schienen entfernten sie, um die Tat zu vertuschen, genau... Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Sache Mycroft zu überlassen. Oh Mann, das ist ja richtig dumm, ey. Wie kam ich denn auf die Idee, wie kam ich überhaupt auf die Idee, dass der Damm erst nach dem Zug, also gebrochen ist, nachdem der Zug da reingefahren ist? Oh Mann. Aber ein ganzer Zug auf so einer Barge? Echt? Hm. Interessant. Gefundene Hinweise 23. Schlussfolgerung Mexikaner Zug versenkt. Entscheidung, Sache der Politik. Halten, um Entscheidung zu überprüfen. Achtungsfolge. Ich mach das jetzt mal. Okay, ich glaube, das sieht gut aus.
Obwohl ich trotzdem dumm war und das eigentlich nicht verdiene, das richtig gemacht zu haben, jetzt, wo ich das so merke. Aber das mit den Schienen, dass sie zumindest, ne, also das hätte da oben mit dem Steinbruch, mit der Mine, das hätte ja nicht sein können, dass sie bei den Minen da oben war, sondern das musste ja beim Steinbruch sein. Und jetzt nochmal kurz, was ich eben meinte. Der Chesterfield-Vorsteher hatte ja, oder dachte ich, der hätte gelogen, weil er betrunken war und so und dann einfach nur seinen Job nicht verlieren wollte. Aber der andere Typi hier, der hätte ja einfach sagen können, also die hätten ja theoretisch beide einfach sagen können, dass der Zug nicht vorbeigefahren ist. Das Problem ist aber, wenn der Zug in Chesterfield schon nicht vorbeigefahren war, der Typ in Chesterfield aber gesagt hat, dass er vorbeigefahren ist, dann müssen beide gelogen haben. Und in diesem Szenario jetzt muss denn nur noch einer gelogen haben, wenn der in Chesterfield wirklich durchgefahren ist, ne? Es kann natürlich auch sein, dass beide nicht gelogen haben, aber dann wäre der Zug auch bei uns, glaube ich, angekommen. Also dann gäbe es nicht mehr so viele Möglichkeiten, glaube ich. Ich habe die Karte nicht mehr im Kopf, dass er abhanden gekommen wäre irgendwo zu den Seiten halt. Dementsprechend musste er dann eigentlich, damit nicht beide gelogen haben konnten, musste er zwischen Chesterfield und Doncaster oder wie das jetzt hieß, abhanden, ja, verschwunden sein. Ja. Oh Mann. Okay, ich glaube dann, oder konnte ich jetzt erst noch die Entscheidung bestätigen oder kommt dann direkt die nächste? Ich weiß nicht mehr, wie das war, deshalb sage ich mal, ich beende hier den Part. Ich bestätige dann gleich die Entscheidung. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, im nächsten Fall. Bis dahin. Tschüss. Ach ja, da war ja das noch. Gut, dass ich das gerade doch nochmal kurz die Aufnahme angeschmissen hatte, habe, falls doch irgendwas noch passiert wäre. Und da kam mir tatsächlich noch was. Und zwar das Rätsel auf den Gleisen ihrer Einstufung. Persönlichkeitsstufung neutral. Ja, finde ich gut. Fallstatistik, Spieler mit derselben Lösung für den Fall. Doch so viele. Heftig, ey, hätte ich nicht gedacht. Also das war ja schon knifflig, ne? Also dann ist schon. Ich meine, man hätte ja einerseits sagen können, dass das die Chilenen waren. Und dann hätte man noch sagen können, dass der Zug in der Mine war. Und man hätte natürlich auch sagen können, dass Robinson, aber das war natürlich von vornherein schon auszuschließen. Also theoretisch gab es ja noch zwei andere Möglichkeiten und dass dann trotzdem zwei Drittel für diese richtige. Also das ist schon nicht schlecht. Der moralischen Entscheidung kann ich mir gut vorstellen, dass es das nicht so eindeutig war. Ich war mir selbst auch jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das machen wollte. Aber war schon gut, ey. 67%, ey. Ich fühle mich dumm. Vor allen Dingen, weil ich auch echt dumm war, irgendwie. Oh Mann, ey, da komme ich jetzt auch nicht drüber weg, Mann. Egal. Passiert ist passiert. Beim nächsten Mal werde ich wieder schlauer. Hoffe ich mal. Ja, jetzt wirklich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.